OnlyFans. Celtics hat auch ein neues Video. Reich werden mit OnlyFans. Selbstexperiment. Bin ich gespannt. Lass reingehen, Adradis. Einer der Phänomene der letzten Jahre. Der große Aufschrei und die öffentliche Diskussion über die Plattform ist mittlerweile abgeflacht. Und die Jawohl, Seite ist ein ist genau da. UL abchecken, der Internetkultur geworden. Doch wie rentabel ist es aktuell, sich in der Content-Flut durchzusetzen und seine Inhalte über OnlyFans zu vermarkten? Dieser Frage bin ich für das heutige Video nachgegangen, indem ich eine Woche lang mit etwas Hilfe etwas probiert habe. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, mit einer erfahrenen OnlyFans-Creatorin über das ganze Thema zu sprechen. Let's go! Yeah. Falls ihr meine Videos feiert, abonniert gerne meinen Kanal. So viele von euch... Guck mal, es ist jetzt eh dick spät, wir haben 5.30 Uhr, ja? Es sind eh nicht mehr so viele wach im Chat. Eins in den Chat, wenn ihr schon mal auf OnlyFans jemanden abonniert habt. Eins in den Chat. Wir sind unter uns, Chat. Schämt euch nicht. Lasst euch auch gar nicht von diesen 1000 Zuschauern da. Die schlafen alle. Alle, warum kann keiner von euch ehrlich sein, ja? Kann keiner ehrlich sein, Digga. Nicht einer. Warum lügt ihr? Hab Sandy, aber wer ist Sandy? Hab dich abonniert. Chat, Digga. Ich habe mich noch nicht abonniert, das ist absolut schade, deswegen würde ich mich umso mehr freuen. Ja, kleine Reddit-Dinge. Meine Wut haben, ein kleiner Hä, seit wann sieht Celtic so aus? Seit wann hat er so Tattoos? Kurs. OnlyFans ist ein soziales Netzwerk auf. Hä? Das ist doch nicht Celtics! Dem Beiträge, Fotos und Videos geteilt werden können. Anders als bei Instagram steht es den Nutzern jedoch frei, ihre Profile kostenpflichtig zu machen. Das heißt, Follower bzw. Fans müssen eine gewisse monatliche Abo-Gebühr zahlen, um die Inhalte sehen zu können. Mir fällt nichts ein. Dankeschön für den 11. Monat. War das schon lange? Mir fällt nichts ein. Korrekt. Dahinter steckt die Idee, gerade Influencern die Möglichkeit, Geld zu verdienen, ohne dabei auf Werbung oder den Verkauf von Produkten angewiesen zu sein. Mittlerweile wird die Plattform jedoch vermehrt dazu genutzt, um explizite Bilder und Videos gegen Bezahlung zu teilen. Und ich denke, ihr wisst alle, was mit expliziten Inhalten gemeint ist. Es ist kein Geheimnis mehr und es wurde schon sehr oft darüber berichtet, wie viel vor allem Frauen damit verdienen können. Mittlerweile sind wir nach 3 Tagen bei 434 Fans und einem Verdienst von $9,017,60. Look how much she's made. I want everybody at home to please buckle in, because this makes me want to fucking vomit. This is absolutely insane. This is monthly. Monthly. Monatlich, ja. Monatlich, ja. Wie heißt diese Frau nochmal, ja? Der hat doch irgendwas mit Sydney und Willi und so. Das ist doch Carmelina, oder? Wie heißt die nochmal? Corinna, Digga. 2,3 Millionen im Juni 2021, Digga. Was, Digga? This is absolutely insane. This is monthly. Kurz meine Meinung zu dem ganzen Thema, auch wenn es euch vielleicht nicht juckt. Niemand sollte entscheiden oder kritisieren, was jemand aus freien Stücken von sich preisgibt. Ich finde, jeder sollte ohne Scham und Beleidigung sein Geld verdienen, wie er möchte. Angezogen oder eben auch nicht. Schreibt aber gerne eure Meinung in die Kommentare, bleibt aber bitte respektvoll. Wie sieht es aber als Mann mit OnlyFans aus? Jonas Ems hat vor ein paar Monaten mal ein Experiment gemacht, wo er selbst einen OnlyFans-Account betrieben. Ach, Digga, was für Experiment, Digga. $10 hat eine Subscription gekostet und er hat genau ein Bild gepostet. In ein paar Tagen hat er $1,024 gemacht. Allerdings auch seine eigene Reichweite auf Instagram genutzt. Da hat er, glaube ich, so über 1 Million Follower. Trotzdem schon krass für ein paar Tage. Doch wie viel könnte ich verdienen? Hey Junge, dann ich mach auch so einen auf soziale Experimente und so, Digga. Leon Celtics. Was eine geile Ausrede, um OnlyFans anzufangen, ja? Ich hier sogar schon, Abo-Preis $15 im Monat. Ging eigentlich echt flott, ich musste mich einfach nur verifizieren. Der ist sogar noch richtig räudig, der macht 15 am Monat, ja? Schon kann ich OnlyFans betreiben, so. Natürlich ab 18, ne? Aber ich muss an der Stelle sagen, ich habe mich doch ganz schnell dagegen entschieden, das Ganze durchzuziehen. Ursprünglich wollte ich gucken, wie viele Fans ich ohne Reichweite benutzen bekomme. Dabei wollte ich Methoden anwenden, wie zum Beispiel auf Dating-Plattformen gehen und mein Profil verlinken. Auf Twitter auch so Hashtags benutzen und Bilder zu posten, etc. Aber ich muss letzten Endes sagen, ich würde mich echt nicht so wohl dabei fühlen. Es ist einfach nicht meine Welt und ich will niemanden hier irgendwie irgendwelche falschen Werte vermitteln. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, aber keine Sorge, ich habe eine bessere Lösung gefunden. Ein Kollege, den ich schon länger kenne, hatte sowieso schon vor, einen OnlyFans-Account zu erstellen. Also habe ich ihn gefragt, ob wir ihn zusammen bei seiner ersten OnlyFans-Woche begleiten dürfen. Also ich bin Hakan. Vielleicht kenne mich manchmal. Hakan?
von Twitter, Twitch oder so. Spätestens heute lernt ihr mich von woanders kennen. Ich bin 24, wohne in Köln, bin seit 2021 geoutet, bin gelernter Einzelhandelskaufmann für die, die es interessiert. Hakon, bist du heute einfach? Also nee, aufgeregt nicht. Ich bin gespannt, ob es mir Spaß macht oder nicht und ob ich mir vorstellen könnte, es nach der Woche weiterzumachen. Also für dich ist es auch sozusagen nur so ein Testding. Du überlegst auch erst nach den Ergebnissen, ob du dann weitermachst oder was? Also Ergebnisse sind safe auch ein Bestandteil, aber ich kann mir auch, also wenn es mir wirklich Spaß macht so, und ich denke, okay, komm, Tag, posten, easy. Ich könnte mir vorstellen, wenn es kein großer Aufwand ist, weiterzumachen. Ich kann mir genauso vorstellen, dass ich es dann sein lassen werde. Hast du Berits Inhalte auf anderen Plattformen verkauft? Auf Twitter tatsächlich. Da gibt es manche, die einen anschreiben, Videos oder Bilder. Dann einigt man sich auf irgendwas und dann schicke ich das denen und dann geben die mir das Geld. Also kennst du deinen Wert schon, also musst du nicht um die Preise Gedanken machen. Ja, ich bin sehr günstig auf jeden Fall. Was sind die beliebtesten Inhalte zum Verkaufen? Ja, ein Bild in der Unterhose oder was auch richtig krass ankommt, sind Füße. Generell Socken und alles Mögliche, auch noch Klamotten verkaufen. Was ihr auch wissen solltet, Hakan fängt schon mit einer Reichweite an. Er hat bereits 5000 Twitter-Follower auf seinem Main-Account und auf seinem Zweit-Account 2300 oder so. Man kriegt dort actually echt schnell Follower. Das funktioniert eigentlich wie bei TikTok, wenn du die richtigen Keywords setzt, viele Hashtags benutzt, attraktiv aussiehst, dann schlägt der Algorithmus an und man kriegt die Follower eigentlich von alleine. Man muss nicht unbedingt irgendeinen Push bekommen. Wie viel Content produzierst du in dieser Woche? Ich will auf jeden Fall, wenn es eh nur 7 Tage erstmal sind, will ich auf jeden Fall 7 Tage Content machen. Das heißt, ich treffe mich mit Leuten, mache mit denen Videos auch tatsächlich und es geht halt wirklich ganz easy so. Wie viel wirst du in dieser Woche verdienen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich abgeht. Ich habe es eingestellt für $7 im Monat. Theoretisch musst du eine Person geben, die wirklich reinballert, weil die halt komplett horny ist. Ich kann mir eine Zahl vorstellen, so. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Es ist kein Geheimnis, dass der größte Teil an Pornografie, welche im Internet kursiert, shady und intransparent ist. Wir wissen nie, wie DarstellerInnen wirklich behandelt werden, ob die Pornos, die wir sehen, legal produziert und hochgeladen werden, ob die Darsteller überhaupt bezahlt werden und ob der Sex einvernehmlich ist. Deswegen möchte ich euch heute Cheeks vorstellen. Cheeks ist eine nachhaltige, ethische, sexuelle... Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Verdienen kann und was so die gängigsten Methoden sind. Und dafür habe ich jetzt mal eine gewisse Creatorin abonniert, um einfach mal abzuchecken, wie das Ganze funktioniert. Abonnement. Oder jeder soll seine Sexualität ausleben, wie er möchte. Aber Pornoseiten bewerben und so, weiß ich nicht, Bruder. Fühle ich einfach nicht. Da gucken ja auch 13-Jährige, 12-Jährige zu, die auch schon so ein Bewusstsein dafür haben, so. Fühle ich nicht so, Digga. Fühle ich gar nicht, Digga. Abonnement. Genau, diese gewisse Summe, die jeder für sich selbst entscheiden kann. Meistens sind das so $10, $20, $25 pro Monat, die man halt eben zahlen muss, um überhaupt die Inhalte zu sehen. Es gibt aber auch Accounts, die komplett for free sind. So, das ist der Feed. Ihr könnt euch das genauso vorstellen wie bei Instagram oder Twitter. Da werden halt meistens Bilder und Videos gepostet. Und hier kann man das liken, kommentieren und halt eben auch Trinkgeld senden. Das machen die meisten aber nicht. Die meisten sind in den DMs unterwegs. Wenn wir jetzt mal auf die DMs gehen, man kann mit den ganzen Creators schreiben, sehen wir hier Locked Messages. I'm overflowing cum. Pussy stretching and ass spreading included. Das sind 5 Bilder und ein Video, welches 5 Minuten 12 geht. Und diese Inhalte kann man halt eben für $7 entsperren. Damit machen wirklich die meisten OnlyFans-Creator am meisten Geld. Es ist eigentlich so gut wie immer dasselbe Prinzip. Auf dem Profil selbst sind wirklich nur so diese Soft-Sachen. Ich sag mal so Unterwäschebilder, Bikini-Bilder halt. Und dann geht es halt erst in den DMs ab, wie ihr sehen könnt. Und deswegen machen die halt eben dieses Pay-to-Win-Ding. But new dick, it's different. Sextape included. 5 Minuten 18 Video für $40, ey. Kein Wunder, warum man so viel Geld verdienen kann. Das ist eigentlich ein einfaches Prinzip. Die Flash hat auch schon mal ein Video dazu gemacht. Theoretisch macht eine OnlyFans-Agentur die ganze Drecksarbeit für den Creator, Creatorin. Oft haben, wie gesagt, die Models gar keinen Bock, die ganze Zeit mit den Kunden zu chatten. Keiner von den Creatern chattet mit den Kunden. Also falls ihr mal irgendeine Creatorin auf OnlyFans angeschrieben hat und die hat euch zurückgeschrieben, kann ich euch mit Sicherheit sagen, es war zum Beispiel ein übergewichtiger Inder mit Brille. Der hat währenddessen Hähnchen gegessen und hat mit euch geschrieben, weil es sein Job ist. Also falls ihr denkt, ihr seid auf OnlyFans und ihr schreibt dann mit der Creatorin, Digga, habt ihr falsch gedacht, Digga. Das ist die Wahrheit. Viele Kunden haben ja auch Wünsche und schreiben so, hey, hast du ein Video von das und das? Und dann muss man das rauskramen oder dann selbst drehen und sowas. Und da hat man eigentlich gar keinen Bock drauf. OnlyFans-Agenturen übernehmen dann sozusagen den Account des Creators und schreiben für sie mit den Kunden. Das Einzige, was dann der Creator, die Creatorin machen muss, ist, Bilder und Videos en masse zu produzieren.
Genau das ist es. Und einfach der Agentur zu schicken. Das ist das Einzige, was sie machen muss. Alles andere übernimmt dann die Agentur. Dazu gehört noch das ganze Online-Marketing. Wie bewirbst du überhaupt deinen Girl, deinen Boy, tägliche Postings und wie gesagt, dieses Nachrichtenmanagement. Das ist halt das Allereffizienteste. Und wenn du als Agentur einfach 24/7 am Start bist und immer Mitarbeiter da sind, die sich gegenseitig abwechseln, dann hast du auf jeden Fall eine krasse Geldquelle. Und wenn du es dann noch schaffst, international zu werden, das heißt, du hast immer zu jeder Uhrzeit irgendwelche horny Leute, dann ist das wirklich eine krasse Geldquelle, Alter. Ich habe aber auch bei meiner Recherche gesehen, dass es echt viele Agenturen gibt, die ihre CreatorInnen abzocken. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt so von den Prozenten her, sondern eher, dass die CreatorInnen zu irgendwas geforst werden, was sie eigentlich gar nicht wollen. Und dann sagt die Agentur zum Beispiel, hey, wenn du jetzt noch mit einem Partner was drehst oder sowas, gibt es halt viel mehr Geld. Und das wollen sie ja dann eigentlich gar nicht. Und dann wird es halt super problematisch, wenn man halt jemanden zwingt oder halt versucht zu drängen. Was ich mich auch frage ist, ist es eigentlich moralisch verwerflich, wenn man sich als CreatorIn ausgibt? Man schreibt ja sozusagen in der Ich-Form, ich würde es dir super gerne besorgen, ne? Schick mir Geld. ETC. Und der Kunde denkt dann natürlich, das ist sie, aber eigentlich sitzt da halt irgendein Typ von der Agentur halt hinter dem PC. Ist aber so. Ich habe meinen OF-Account. Ich schwöre auf alles, was bei jeder großen Creatorin ist das so, Jellies. Vor 7 Minuten öffentlich gemacht und auch bekannt gegeben. Wie gesagt, ich persönlich glaube nicht, dass das krass wird. You never know. Ein Post ist schon online tatsächlich. Die Werbeaktion läuft auch. Freunde, da bin ich wieder. Ihr seht meine Klamotten, es hat sich nichts geändert. Es sind 4 Minuten vergangen. Die ersten zwei haben tatsächlich den abonniert. Oh mein Gott, okay. Interesting. Ich halte euch auf dem Laufenden, ihr wisst Bescheid. Gleicher Tag am Abend und ich habe heute schon dreistellig damit gemacht und deswegen habe ich mir auch Abendessen bestellt. Weil ich dreistellig? Mit deinem ersten... OnlyFans? Siehst du das, DJ? Bruder, was ist da los, ja? Digga, das ist geisteskrank. Digga, das ist ein Typ, gell? Hast du das gerade mitbekommen? Nicht ganz, nur so ein bisschen. Das ist ein Typ, der ist kaum bekannt. Der hat 5000 Follower, so auf Twitter, okay? Sonst ja nichts. Auf Twitter und, 5000? Mhm. Okay. Und ist so auf Instagram, glaube ich, sein zweiter Account hat 2000 Follower. Und er hat sich jetzt einen OnlyFans-Account gemacht. Und Digga, der hat am Tag jetzt schon dreistellig gemacht, also keine Ahnung. Was lädt er da genau hoch? Er hat nur ein Bild bis jetzt hochgeladen. Hä? Ja. Ich spam diese Scheiße voll, wenn ich dreistellig bin. Digga, ich bin auch gerade geschockt gewesen, Digga, gell? Oder du hast deinen Fuß kostenlos bei Instagram. Ja, weil ich denke, 5000 Follower, das ist ja gar nichts. Ja. Das ist gar nichts. Hä? Hast du 5000 Follower? Davon sind ja nicht jeder aktiv, weißt du? Richtig. Sagen wir mal, ein Zehntel sieht es oder so. 500 Leute sehen das. Lass mal kurz zu Ende. Ja, im Schnitt. So bei mir habe ich so im Schnitt so in guten Zeiten 800, aber eher so 400, 500, die das sehen. Ja, ich denke auch. Das ist so, keine Ahnung. Ja, ist hart. Ist ehrlich hart. Lass mich kurz zu Ende gucken, DJ. Ich guck weiter. Ich schütze mich auch. Ihr seht, ich habe gerade geduscht, denn jetzt werden gleich neue Bilder gemacht. Und zwar habe ich mir was bestellt. Und zwar habe ich mir die WTF-Socken und die Kondome von Runge und Papa Platte, also von Simon und Kevin, bestellt. Der Fuß-Content muss natürlich auch sein. Und ihr wisst nicht, wie krass die Fuß-Szene in der Queer-Szene ist. Und ich melde mich später wieder. So, Freunde, es ist Tag 4. Sowohl heute als auch gestern haben Leute wieder Videos gekauft von mir im Chat. Und gestern zum Beispiel habe ich mein allererstes Urin-Video aufgenommen für jemanden, der das sehen wollte und ihnen hat es sehr gefallen. Disgusting. So dass er heute nochmal was gekauft hat. Und ja, Subs kann dazu. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Tag 5, wieder Sachen verkauft. Bei OnlyFans kann man auch so ein Amazon Wishlist machen. Und ich habe heute Post bekommen, mir hat jemand Gesichtsmasken aus meiner Wishlist bestellt. Ja, das war Tag 5. Wir sehen uns an Tag 6. Eine Woche ist vorbei. Morgen kommt Celtix mich hier in meinem Zimmer besuchen. Dann werde ich ihnen das erste Mal die Einnahmen zeigen. Und ja, und vor allem die wichtigste Frage, wie viel habe ich nach einer Woche OnlyFans mit einer ganz, ganz kleinen Reichweite verdient? Freunde, wir sehen uns gleich, wenn Celtix ist. Ich bin dick gespannt, Digga. Was schätzt ihr, Chat? Also eine Woche OnlyFans mit einer ganz, ganz kleinen Reichweite, Digga. Also wenn der einen Tausender gemacht hat, dann bin ich geschockt, Digga. Sag ich euch ehrlich. Und zwar besuchen wir jetzt Hakan bei ihm zu Hause. Eine Woche ist nun vergangen. Ich habe seitdem nicht mit ihm geredet. Digga, was ist mit Celtix los, ja? Was ist das für eine Brille, Bruder? Falla. Asiatischer Neo aus der Matrix, Cousin. Keine Ahnung, wie viel er jetzt in dieser Woche verdient hat. Deswegen werden wir es jetzt herausfinden. Hallo, Hakan.
Alles Celtics. Ohne jetzt zu spoilern, wie hast du dich gefühlt? Fühlst du dich jetzt irgendwie anders? Wie ich mich fühle, fühle mich ganz normal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, ich bereue es auf gar keinen Fall. Es ist ganz okay. Machst du es weiter? Zugegebenermaßen ist das bisher jetzt kein Aufwand gewesen. Also der Content, den ich hochladen habe, war eh schon Content, den ich größtenteils schon hatte. Das war eigentlich nicht viel Arbeit. Es geht. Es war jetzt nicht so, dass es nichts war, sondern es war schon so, ich habe auch mit den Leuten geschrieben. Ich habe mir halt schon Zeit genommen für die. Das war ganz nice, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das zumindest noch so lange mache, wie ich Lust drauf habe. Also ich hatte eine Reichweite von unter 2000 Followern auf Twitter. Unter 2000 Follower, okay. Jeden Tag auf OF was hochgeladen. Und jetzt gehen wir auf die Statistiken und... Was? Habe gemacht. 726,50 nach 7 Tagen. Ich kann auch noch sagen, was auch interessant ist wahrscheinlich, wie viele Fans ich habe. 66 Menschen haben subscribed. Heftig, Alter. Ja. Hier oben ist wie viel ich... Also 706 Euro in einer Woche? Für jemand, der keine Reichweite mitbringt? Boah, da weiß ich nicht, ja. Hart dann, ja. Insgesamt verdient habe 726,50. Ah, okay. Nur durch diese Pay-Per-View-Nachrichten, diese DMs, habe ich insgesamt 242 plus nochmal 72. Sprich. Ach, du hast 72 Dollar Tipps bekommen auch. Genau, das sind quasi, ich schicke denen ein Video und das Video ist noch gelockt und die kaufen das frei. Das ist insgesamt so oft passiert für insgesamt 242 Dollar. Ja, ja. Aber mir haben Leute schon, bevor ich denen überhaupt das Video geschickt habe, schon im Chat 72 Tipps. Dollar gespendet. Das heißt, das ist quasi das plus das ist dann das, was im Chat passiert Krass, ist. Ich glaube, das teuerste Video, was ich verkauft habe, war für 69 Dollar oder so. Was hast du da gemacht, wenn ich fragen darf? Ich glaube, das war einfach so ein 6-minütiges Video, wie so ein Blowjob-Video. Ich habe sogar ein Piss-Video verschickt, weil das auch jemand wollte. Hier oben sieht man, ich habe eigentlich 908 verdient, aber OnlyFans steckt sich natürlich auch was ein, ne? Stimmt, ja. Das heißt, die haben 20%, glaube ich, stecken die sich ein, sonst hätte ich fast einen Taui. Aber du hättest nicht erwartet, dass es so viel wird, ne? Auf gar keinen Fall. An Tag 1, habe ich auch im Blog gesagt, hatte ich schon dreistellig an Tag 1. Und ich denke auch wirklich nicht, um ehrlich zu sein, dass es jetzt noch runtergehen wird, weil wenn du jetzt noch mehr connected bist, noch mehr Content postest und generell viel mehr postest, dann kannst du eigentlich nur. Nach wie vor ein super spannendes Thema, worüber wir safe noch oft von hören werden. Falls ihr mich supporten wollt und meine Videos feiert, abonniert gerne meinen Kanal. Ansonsten checkt dieses Video ab. Wir sehen uns dann nächste Woche. Krass, 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 krass. Krass. DJ, Statement? Bruder, ich bin gerade dabei, Account zu erstellen. Hast du schon aufgemacht, gell? Ich hab direkt erstellt, ich hab schon offen nebenbei. Digga, das ist ehrlich hart. Bruder, was? Das ist schon viel, gell? Ich hab überlegt, das ist schon viel, Digga. Das ist mehr als ich mit YouTube verdiene in der Woche. Mama, ich weiß, was dich interessiert. Es ist hier so leicht, sein Gesicht zu verlieren. Zwischen Krise und Wohlstand, bra. Wollte ich dir nur die Miete im Monat zahlen. Walla, mach para, inshallah, nützt das was? Denn ich fütter die Hand, die gefüttert hat. Ich hab auf die Chance nur gewartet. Rap La Rue, ich komm von der Straße.